wollte, mit diesem ganzen Mist, der davor passiert ist, nichts mehr zu tun haben. Es waren die Architekten als auch die Denkmalpfleger, die strikt dagegen waren, nur nicht die Dresdner Denkmalpfleger. Als dann die Frauenkirche stand, ich habe Beispiele von persönlicher Betroffenheit von Menschen, die tatsächlich beim Anblick zusammengebrochen sind. Ich bin weder von dem einen noch von dem anderen begeistert. Es wird eine Illusion von Geschichte erzeugt. Es ist überhaupt kein Zufall, dass eben beispielsweise die Pegida-Bewegung ihre Versammlung vor dem Hintergrund des Stadtsymbols Dresden institutionalisiert mittlerweile. Du musst noch dichter rangehen, du musst noch dichter filmen, musst du. Widerstand! Die Stimmung ist eklig und sie ist noch ekliger als vor 10 Jahren. Und da war sie schon eklig. Wie lange sind die Deutschen überhaupt schuld? Dürfen Deutsche trauern? Die Polizei richtet sich nochmal an. Also ich hoffe, dass Stadtplanung nicht das hervorgebracht hat.